caught in the crossfire. Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Ja, wir befinden uns hier in der tiefsten Eifel. Ja, und heute werden wir uns einen Stollen angucken. Und wir haben jetzt ja ungefähr eine Stunde Wanderweg vor uns. Aber das wollten wir auch. Wir wollten etwas wandern gehen. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Ja, Freunde. Und wie gesagt, es ist noch nicht gesagt, ob wir reinkommen. Weil ja, das ein ganz, ganz schmaler Durchgang ist. Und ja, wie man unschwer erkennen kann, habe ich natürlich jetzt über die Weihnachtstage auch was zugelegt. Das ist bei mir immer so, nach Weihnachten. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das so klappt. Leute, das ist ja Wahnsinn wieder mal. Hier geht es immer weiter geradeaus, durch Feld, durch Wald, durch Feld, durch Wald. Jägerhütte hier, Jägerhütte da. Boah, immer so weite Wege. Aber gut, das hatten wir ja vor, sind jetzt ungefähr schon doch was länger am Gehen. Knapp eine Stunde, aber eine Stunde sind wir schon. Ja, haben noch immer gut was vor uns. Aber gut, da muss man durch. Ja, Leute, wir sind die ganze Zeit am Suchen und finden es nicht. Da ist noch eine Möglichkeit und gehen wir einen anderen Weg, und zwar hier den, seht ihr jetzt, ja, diesen verwunschenen Weg. Ja, was anderes könnte ich mir nicht erklären, wo es sonst sein soll. Das müsste an dem Bach sein und der wird ja wohl oben irgendwo da unten liegen. Boah, Leute, hier geht es ziemlich runter. Ja, aber so können die Touren halt auch manchmal sein. Ziel ist der Bach, aber ich glaube gar nicht, wie rutschig das ist. Hier muss man so umgucken, aber am besten erstmal ganz unten. So, wir finden es nicht. Wir sind am Suchen, wir sind doch seit über 2,5 Stunden am Gucken, aber nichts zu finden. Man hat ja immer so gewisse Koordinaten, wo man lang geht, aber die waren absolut nicht richtig. Ja, wir werden halt jetzt abbrechen, werden wahrscheinlich dann, oder was heißt wahrscheinlich, werden uns eine andere Location angucken. Das sind dann so, eine Mühle ist das, eine alte, da ist auch nicht mehr viel. Aber von außen ist das relativ schön noch. Und ja, dann werde ich da auch, denke ich, weitermachen. Sein, ich finde das Ding jetzt noch. Weil ich bin jetzt alleine mal ein paar Kilometer in den Wald lang gegangen. Und die anderen sind, die zwei Mädels hinten runtergegangen. Da konnte man abbiegen noch und gucken da noch mal. Aber das sah für mich jetzt nicht so aus, ob da noch was ist. Deswegen, ich werde mal gucken. Wenn ich noch was finde, dann sehen wir uns natürlich am Stolleneingang und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Location oder irgendwo noch mal im Wald, ich weiß es nicht. Ja, Leute, hier bin ich noch mal. Ja, anscheinend wissen wir jetzt doch, wo es ist, aber es ist halt jetzt echt eine Frage, ob wir da reinkommen oder nicht. Aber gut, ansonsten, wie gesagt, ich bin außer Puste. Nächste Location, neues Glück, und aber wir werden es halt probieren. Wir gehen jetzt noch mal, das sind noch mal, glaube ich, 20 Minuten Fußweg. Und dann mal gucken. Leute, wir waren da. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich durchgepatzt. Aber es hätte sich auch nicht gelohnt. Es war ein kleiner Gang nur. Und ja, wir gehen jetzt zur nächsten Location. Ja, wie ihr seht, allein dieser Anblick lohnt sich. Und ja, deswegen war es nicht ganz so schlimm. So, es ist aber kalt, wie man unschwer erkennen kann. Hier sind wir in der nächsten Location. Ich bin ein bisschen nervös. Weil oh, guck mal hier. Eine Kneipe. Thank you.
ich gar nicht so viel reden, aber guckt euch das mal an. Hier steht alles noch. Ja, Leute, jetzt werden wir auch hier hochgehen. Da geht es nämlich auch noch weiter. Also hier seht ihr, ist die Küche. Aber hier kann ich nicht so rumrennen, weil das ist direkt das Nachbarhaus. Und die sollen mal ordentlich ein Auge drauf haben. Also gehen wir jetzt erstmal da hoch. Ja, Leute, und hier seht ihr das Schlafzimmer. Hier ist auch noch alles da. Hier möchte man sich am liebsten direkt in das Bettchen legen. Und vielleicht noch mal Fernsehen gucken. Wahnsinn. Ja, Leute. Hier haben wir tatsächlich noch das Badezimmer, ist aber nichts mehr. Noch ein Badezimmer. So ein Raum, aber der ist leer. Und oh, hier sieht man ganz viele Modellautos oder eigene Modellauto. Ja, Freunde, jetzt gehen wir auch da noch hin, wo das Pool ist. Da war ich ja eben schon. Aber dann hat man nicht gefunden. Hier haben wir den Fisch. Hier hängen selbst die Handtücher noch. Ja, hier sind wir bei der Kneipe nämlich wieder. Wie man sieht. Hier ist das Schwimmbad. Wer kann denn behaupten von uns, dass er so ein Schwimmbad hier im Keller hat? Ja, schon heftig. So, jetzt werde ich das Ganze mal mit euch noch einmal durchgehen. Ich bin wieder ein bisschen leichtsinnig. Man sollte eigentlich gehen, wenn es am schönsten ist. Aber die Location ist so toll, dass ich hier einfach mehrmals durch muss. So, ihr seht dann auch der gute Feiner Schnaps, alles noch da. So, da sind die anderen zwei. So, geh mal bitte aus dem Bild. Ja, ja, klar. So. Ja, hier mehr den Raum. Und hier sind wir nochmal in dem Flur. Also mein Favorit ist da der Raum gewesen. Fand ich klasse. Haben wir schon noch mal ein Foto. Ja, und hier sieht man das Ganze noch mal, diesen Raum. Hier ist echt alles noch da. Hier ist echt alles noch da. Ja, Leute, das war's auch schon mit der Location. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn das ein bisschen... ja, so sehr schnell war und ruckartig, aber ja, diese Location war halt ein sehr heißes Eisen und wir standen schon von die ganze Zeit unter Spannung. Ja, und deswegen war es halt nicht so einfach. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like, ein Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns demnächst. Macht's gut und bleibt gesund.